Jolly wurde auf seiner Wanderschaft von Schneewittchen begleitet. Ein Glück, das andere Zwerge in seinem Alter, die ebenfalls hinausziehen mussten, nicht hatten. Vermutet man nicht, dass hier solche Ungeheuer leben? Das passt irgendwie nicht zusammen. Hab keine Angst, ich werde dich vor diesen Ungeheuern schon beschützen. Schneewittchen, mit mir an deiner Seite kannst du dich sicher fühlen. Ah! Jolly! Oh! Schneewittchen! Jolly, was hat das zu bedeuten? Kobolde sind da. Was, Kobolde? Überlistet. Es gibt keine Hoffnung mehr für uns. Wo sind wir hier? Wenn ich das nur wüsste. Möchte euch jemand kennenlernen, der Besitzer dieses Palastes, Prinz Kobi. Oh je, auch das noch. Sehr hübsch. Nun, ich... Eine Frage. Ist der Raum gemütlich genug für dich? Ja. Das sind Früchte meines Reiches. Iss davon so viel du willst. Wirklich? An die entsprechende Kleidung habe ich auch gedacht. Die Roben dort auf dem Podest habe ich extra für dich anfertigen lassen. Prinz, ich bedanke mich vielmals. Jolly, hast du mir nicht vorhin gesagt, dass alle Kobolde geizig und verschlagen sind? Ich wusste es doch nicht besser. Nun nennt mir eure Namen. Prinzessin Schneewittchen, aber alle nennen mich einfach nur Schneewittchen. Und ich heiße Jolly. Schneewittchen, das klingt ungewöhnlich liebreizend. Du bist zwar etwas zu groß geraten, aber deine meergrünen Augen und dein erdbeerroter Mund können einen Mann um den Verstand bringen.
Du wirst sehen, Schneewittchen, es wird ein großartiges Hochzeitsfest werden. Ich bedanke mich für die Einladung, mein Prinz. Wer heiratet? Eine überflüssige Frage. Ich heirate Schneewittchen. Die Trauungszeremonie wird morgen vor dem Mittagsmahl stattfinden. Bis dahin solltest du dich ausruhen. Diese Edelsteine sind mein Hochzeitsgeschenk. Prinz, ihr habt mich aufs Tiefste verletzt. Ihr hättet mich wenigstens fragen können, ob ich euch heiraten will. Ich will nicht. Nicht? Ja, das hat sie gesagt. Schneewittchen kann euch gar nicht heiraten. Sie wird einen anderen heiraten. Und wen? Das entscheidet allein Schneewittchen. Hör sofort auf! Oh. Du bist jetzt meine Braut und wirst meine Gemahlin. Das habe ich so beschlossen. Ich sagte nein. Kobolde! Meine zukünftige Gemahlin muss sich ausruhen. Geleitet sie in ihr Schlafgemach. Oh, bitte, Prinz, das dürft ihr nicht! Schneewittchen! Jolly! Warum tut der Prinz das? Du widerlicher kleiner Schreihals, das ist ja nicht auszuhalten. Werf ihn raus aus dem Schloss! Verschwinde endlich! Ich bleibe hier, bis ihr sie zurückgegeben habt. Und wenn es ein Jahr dauert, ich bin auch bereit, mein ganzes Leben hier zu warten. Würdest du dein Leben für Schneewittchen einsetzen? Sieh dorthin. Erklimme diesen Berg und bring mir von dort eine Frucht, die Karon genannt wird. Wenn dir das gelingt, werde ich Schneewittchen freilassen. Eine Karonfrucht? Aber wenn du nicht vor Sonnenuntergang zurück bist, wird die Hochzeit mit Schneewittchen stattfinden. Steht ihr auch zu eurem Wort und lasst sie frei, wenn ich euch die Frucht bringe? Eine lächerliche Frage. Ich stehe zu meinem Wort. Ich habe noch nie ein Versprechen gebrochen. Das hoffe ich. Wir sehen uns vor Sonnenuntergang. Dir werde ich's zeigen. Du denkst, ich schaffe es nicht, den Berg zu bezwingen. Ich wusste, diese Kobolde sind größenwahnsinnig. Schneewittchen, ich rette dich. Mermole? Prinz, es ist euer nicht würdig, jemanden in die Falle zu locken. Und das alles nur, weil ihr Schneewittchen heiraten wollt. Hör auf! Hör auf! Ich lasse mir doch keine Vorschriften machen. Das hier ist mein Land und ich bin der Herrscher. Verschwinde jetzt. Mein Prinz! Ich laufe und laufe. Dabei habe ich mich dem Berg noch nicht einen einzigen Meter genähert. Wird Jolly es schaffen, euren Auftrag zu erfüllen? Kaum. Dieser Berg wird auch Schattenberg genannt. Ihn umgibt ein Geheimnis. Und wer sein Geheimnis nicht kennt, erreicht ihn niemals. Selbst wenn er sich noch so anstrengen würde. Nach meiner Schätzung müsste er jetzt bereits zu Tode erschöpft sein. Ihr habt ihn also vorsätzlich in den Tod geschickt? Er hat mir keine andere Wahl gelassen. Er hat mich zu sehr unter Druck gesetzt. Jolly, warum habt ihr das getan? Ihr seid egoistisch und hinterhältig. Ich heirate euch nie. Und ob du mich heiratest, ich werde der glücklichste Prinz der Welt sein. Ich hab dich in meiner Gewalt. Ihr lügt doch! Du wagst es! Ihr tut nur so groß und erhaben. Ich habe euch längst durchschaut. Die Wirklichkeit sieht anders aus, Prinz. Ihr seid unglücklich. Nein, 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 das ist nicht wahr. Niemand hat es bisher gewagt, so mit mir zu reden. Jolly? Ich kann keinen Schritt weiter. Doch es geht hier nicht um mich, sondern um Schneewittchen. Ach, deren Kräfte möchte ich haben. Rommel, Woody, Weißbart, Army, Pete, Rommel,